Es war zwar bis jetzt ein langer Tag, aber trotzdem, da gibt es ein paar Nuancen noch in den nächsten Tagen. Die sind mit, also wie man sonst sagen würde, nicht ohne. Da kommt was auf uns zu. Grüße Sie und grüße euch. Dieses Bild hier von der Claudia von der Unterelbe sagt im Prinzip alles. Regen, windig, mild, so wird es aussehen. Mit ein paar Ausnahmen. Wir werden ziemlich viel Schnee kriegen und zwar am Samstag. Starten aber erst einmal mit dem Windfeld bzw. dem Sturmfeld, das morgen herangerauscht kommt und zwar morgen Vormittag von der Nordsee. Und es ist nicht nur, dass von der Nordsee her dieses Windfeld herangezogen kommt, sondern es wölbt sich sozusagen über gesamt Mitteleuropa dieses Windfeld aus. Wir haben hier in Norddeutschland im Bereich der Mittelgebirge, aber auch von Unterfranken bis nach Oberbayern und Schwaben rein schon Windspitzen, die an die 80 Kilometer pro Stunde rangehen. Außenrum überall windig. Das sieht man selten, dass wir ein so großes, ausgeprägtes Windfeld haben. Und von der Nordsee her kommen Spitzenböen von über 90 Kilometer pro Stunde. Um 13 Uhr kommen die dann nach Niedersachsen und NRW voran. Der große Rest hat um die 70 bis über 80 Kilometer pro Stunde. Das rappelt in einer Tour durch. Um 16 Uhr intensiviert sich das Ganze noch. Dieses Windfeld breitet sich südwärts aus. NRW, westliches Niedersachsen, rüber nach Berlin und Brandenburg sowie nach Sachsen rein und im Süden Bayerns, wo dann der Leitplankeneffekt später einsetzen wird, über 90 Kilometer pro Stunde. Und wir erinnern uns, wir haben es gerade gesagt, es geht ja schon in den Frühstunden los. Es rappelt und rappelt und rappelt und abends um 19 Uhr rappelt es weiter mit Spitzenböen vom Niederrhein bis nach Oberbayern rein von über 90 Kilometer pro Stunde. Und jetzt stellt euch mal die aufgeweichten Böden vor. Da schaukelt es die ganze Zeit. Um 22 Uhr sieht es ja noch genauso aus, zumindest im Süden. Das Hauptwindfeld ist dann im Norden unterwegs. Also, es rappelt dann einen halben Tag. Immer wieder wanken die Bäume und sie wanken und wanken und wanken. Spitzenböen 80, 90, 100 Stundenkilometer und das über 12 Stunden. Da wird es definitiv umstürzende Bäume geben. Wer morgen nicht fahren muss, der sollte es am besten lassen. Und das ist ja nicht nur der Wind, das wird ja auch noch begleitet von Regen. Das macht das Ganze ja unangenehm. Das wäre jetzt aber zu viel des Guten gewesen. Das ist der eine Tag, der morgige Tag. Der Freitag bleibt auch super windig, aber es ist der bessere Tag zum Autofahren. Denn am Samstag haben wir schon wieder ein sehr ausgeprägtes Windfeld, das von Westfriesland bis in den Nordosten Österreichs reicht. Auch Oberbayern ist wieder dran, Teile Niederbayerns, der Bayerische Wald und der Böhmerwald und dann vor allen Dingen Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und später auch Wien. Und jetzt kommt das Dramatische hier. Das bleibt hier stationär. 13 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr. Und wenn wir nochmal zurückgehen, die ganze Zeit rappelt das auf eine Stelle zu mit dem Leitplankeneffekt. Hier bitte äußerst vorsichtig sein. Wer nicht fahren muss am Alpenrand von Ober- und Niederösterreich und Wien, der sollte es vielleicht lassen. Das ist nicht angenehm. Dann haben wir auch im Westen Sachsens diesen Sturm. Und dann haben wir hier, schaut euch das mal an, eine Kante. Da gehen wir jetzt nochmal durch. Die bleibt stationär liegen, direkt an der Elbe. Und das ist diese angesprochene Luftmassengrenze, von der wir gestern schon gesprochen haben. Auf der ruhigen Seite schneit es den ganzen Tag. Hier im Windbereich haben wir Regen. In dem Bereich, wo es windstill ist, schneit es. Und das einen halben Tag lang. Und das auch noch ziemlich heftig. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Sturm und Regen mit Aquaplaning-Gefahr, wo Bäume umstürzen können. Und dann fährt man wie durch eine Wand. Der Wind hört auf, es hört auf zu regnen und es schneit. Und es schneit richtig, es schneit viel, es schneit den ganzen Tag. Und so haben wir hier laut Modell dann überall eine Schneedecke östlich von Hamburg und Kiel ausgehend durch Brandenburg bis in den Osten Sachsens rein und dann eben weiter in den Südosten, in den Bergen natürlich auch ein bisschen. Sonst ist das alles logischerweise Regen. Hier besteht große Glättegefahr. Das heißt, wer mit dem Auto am Samstag unterwegs ist, hat in den Gebieten hier den Sturm mit Regen und in den anderen Gebieten den Schnee. Wer also weiter fahren muss und größere Einkäufe noch erledigen möchte, beispielsweise rund um Dresden oder Berlin, der muss sich auf tief winterliche Straßenverhältnisse einstellen. Das schneit am Abend noch weiter und dann in der Nacht auf Heiligabend, wenn dann Weihnachten kommt, geht das Ganze in Regen über und schmilzt weg. Ist nur ziemlich heftig, was da in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Schauen wir mal ganz kurz auf die Schneeensembles. Hier oben für Berlin Schönefeld und unten für Dresden.
Das sind die Schneesignale kurz vor Weihnachten. In Berlin geht es noch einigermaßen, aber in Dresden werden ganz schöne Schneesummen berechnet. Über einen ganzen Tag wird es hier nonstop schneien können. Liegt die Luftmassengrenze ein Stückchen weiter im Osten, dann schneit es nur noch beispielsweise in Cottbus. Liegt sie weiter im Westen, dann ist auch Leipzig dran. Und wenn es noch weiter nach Westen gehen würde, dann eben entsprechend auch Magdeburg und Erfurt. Aber es bleibt jetzt nach diesen Trends in Dresden. Da tasten wir uns natürlich ran. Ganz kurz noch zum Schluss die Niederschlagssummen für die eine Woche, die jetzt uns bevorsteht. Da haben wir die höchsten im Harz, im Erzgebirge und natürlich am Alpenrand. Das ist so an der Grenze zum Hochwasser. Das reicht noch nicht ganz. Aber was dann eine Woche drauf nochmal passiert, bis zum 5. Januar, das ist schon eine Menge. Da haben wir von der Nordsee bis zum Erzgebirge und am Alpenrand wieder wahnsinnig viele Niederschläge in den Hochlagen. Natürlich alles als Schnee. Erstens hochwasserrelevant fürs Flachland und zweitens eine immens steigende Lawinengefahr in den Alpen. Schönen Abend und bis morgen.